Herzlich willkommen hier zurück in Torwald zum Let's Play Schicksalsklinge. Wir stehen wieder draußen und zwar stehen wir nicht irgendwo, wir stehen vor dem Fex-Tempel. Dort habe ich gerade einmal abgespeichert, denn ich habe festgestellt, dass wir unten gar nichts mehr reißen können. Denn auch wenn wir jetzt 1000 Schippen dabei gehabt hätten, wir hätten da den Weg einfach nicht freilegen können. So dass wir dann später irgendwann nochmal runterkommen, auch wenn Burgol hier mal wieder ein bisschen Astralenergie hat und vielleicht eine höhere Stufe hat, werden wir unten halt alles weitere erkunden. So sind wir wieder am Tageslicht, hier oben in Torwald. Und ich habe unsere Helden ein wenig aufgerüstet. Wie man sieht, hat jetzt jeder eine schöne Decke dabei, denn wir werden jetzt ein wenig reisen. Ne? Also jeder hat einen Wasserschlauch dabei und wir haben, jeder hat auf jeden Fall noch eine Decke dabei, damit wir jetzt weiterziehen. Wir müssen nämlich nach Feldstein und das werden wir wahrscheinlich auch mal in der Wildnis tun, mal ein bisschen schlafen und so weiter. Und damit das nicht passiert, dass wir irgendwie da uns den Puppes abfrieren, habe ich jetzt gedacht, wir müssen einfach mal gucken, wohin. So, wo ist Feldstein, ist jetzt die Frage, ne? So, Tjolla. Wo ist Feldstein? Einfach mal gucken. Ich weiß es doch auch nicht. Kann man mit Rechtsklick einfach irgendwo hin? Wohin willst du deine Gruppe in Thomas schicken? Nee, möchte ich nicht hin. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich eine andere Ausgangsstelle nehmen. Wir versuchen einfach mal hier die hier unten. So. Na, bin ich wieder falsch gelaufen. Ja, Mensch, das ist aber auch. Manchmal ist man aber auch wie vernagelt. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Ich glaube hier runter. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hier ist auf jeden Fall viel Wasser. Oh, Moment mal ganz kurz. So, jetzt gehen wir mal weiter. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Nein, sind wir doch nicht. Ach, da unten. Das ist auch ein Ausgang. So, gucken wir mal. Ja. An Bord gehen. Wo geht's denn hin, wenn wir an Bord gehen? Ihr habt auf keinem der Schiffe etwas verloren. Hafenmeisterei. Hallo Reisende, grüßt euch ein Mann. Offensichtlich der Hafenmeister, freundlich, als ihr seine Hütte betretet. Ihr seht aus, als bräuchtet ihr Rat. Kann ich euch geben. Kostet allerdings Kleinigkeiten von einem Silberling. Wollt ihr ankommende Schiffe erfragen? Sämtliche Routen verlassen, den Geldhai verlassen. Ich verlasse mal den Geldhai und kümmere mich kurz mal um meinen Hund. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Schön hier grüßt uns die Möwe am Hafen von Torwald. Ich glaube, hier haben wir nichts verloren, wie mir das scheint. Deswegen werden wir den Hafen auch mal verlassen. Gut, dann haben wir aber noch einen anderen Ausgang. Der müsste hier hinten irgendwo sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken. Da ist doch einer, genau. Und hier war auch noch einer. Also hier sind auch noch zwei Ausgänge. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall im Osten Torwald verlassen. Ins Landesinnere, wie mir scheint. Alter, das war ein Versehen. Ich wollte dich gar nicht begrüßen. So, wir gehen mal gegen Osten, soweit es geht. So. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Nach Serske. Okay, da sind wir auch falsch. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt sind wir hier. Okay, gehen wir mal hier hoch. Nein. Einbrechen wollen wir auch nicht. Ach Mensch, da bin ich doch glatt wieder falsch gegangen. Wer hätte das gedacht, hä? Da ist noch ein Schild. Okay. Fährstation Tjolla. Gab es hier noch einen Ausgang hier? Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht? Also ich will nicht unbedingt aus Torwald weg, aber wir müssen. Das ist ja das Schlimme. Wenn ich jetzt wüsste, wo Tjolla liegt, Tjolla, oder wie das auch hier auch immer heißt. Ist das hier? Nein. Ist das hier? Eigentlich will ich nur nach Sjaske. Sjaske, Sjaske, Sjaske. Wir suchen das vielleicht mal gerade. Vielleicht müssen wir hier irgendwo lang. Das kann ja nicht so weit weg sein. Also wie Tjolla, das wäre hier. Was ist hier? Breda, Breda. Ich nenne das immer sehr, sehr holländisch, muss ich gerade sagen. Und finnisch. Tjöla. Serske. Ich, das ist Merske. Effaldun. Wo zum Teufel ist Feldstein? Wäre ja auch logisch, dass das hier irgendwo ist, wo auch Fels ist. Ich weiß nicht, wie logisch das Spiel das, neben das Spiel das hier irgendwie scheint, aber ich irgendwie nicht. Was haben wir hier oben noch?
Hexker, aber eine größere Stadt. Füllenheim, sagt mir auch was. Mensch, eine ist aber nur Füllenheim. Was andere ist? Okay. Was ist das? Felstein, da oben ist Felstein. Ah, okay, wir sind also auf jeden Fall richtig. Wir müssen erstmal nach Tjöla. Hoppla. Dann kommen wir nämlich hier hin. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann machen wir das auch erstmal. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch, hier Rast zu machen und die Nacht zu verbringen. Gut. Oh, auch ein schönes Bild. Hm. Wie spät ist es denn jetzt? Wir haben 20 Uhr. Eigentlich könnten meine Helden noch was machen. Ich weiß nicht, wie sieht das aus mit unseren Vorräten? Ich glaube, jeder sollte noch irgendwas haben. Trink mal einen Schluck auf jeden Fall. Du bist etwas durstig. Köstlich erfrischend. So, der Hunger ist gestillt. Das sollten die eigentlich alle selber machen, weißt du? Da dürfte ich mich gar nicht drum kümmern müssen. Ich glaube, das passiert auch, aber wie man sieht, ja, so ganz satt sind sie davon auch nicht. Also ich glaube, dass man ein Essen in der Taverne, dass man da größer Hunger stillen kann. Aber was willst du machen? Wir sind ja hier unterwegs und da hat man nicht so viel Auswahl. Ne? Naja, früher auch nicht so, dass wir da irgendwie hier... Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Punkt. Und wenn der Lisa jetzt auch wieder rumzickt, dann kriegt sie gleich mal einen mit Kantholz gesammelt. Oh gut, die hat schon richtig Hunger. Die Arme. Die zarte kleine Elfe, die eigentlich eine Schanktochter ist. Bogol. Naja, du brauchst auf jeden Fall viel Futter. So, jetzt sind alle wieder... Sit und satt. Ha, ich habe Sit mal im Let's Play verwendet. Ha. Okay, wir sollten unsere Vorräte auffüllen. Wer soll das tun? Ich würde mal sagen, unsere Jägerin, die zieht mal los. Findet Wasser, sehr schön. Kann keine Tiere entdecken. Hm. Gut. Okay, dann sollten wir auf Kräutersuche gehen. Das ist auch immer ganz interessant. Das macht auch Herzinia. Du kannst doch auch keine zwei Dinge gleichzeitig machen. Hast du recht. Dann sollte das mit der Kräutersuche mal unsere Elfe erledigen. Wie viele Stunden soll gesucht werden? Ich sag mal, mach mal 4. Guck, was sie findet. Entdeckt leider keine Kräuter. Gut, dann nicht. Jetzt haben wir 1 Uhr nachts und wir sollten Wachen einteilen. Wer soll die erste Wache übernehmen? Edorian. Wer soll die zweite Wache übernehmen? Sigrima. Wer soll die dritte Wache übernehmen? Isidoro. So, dann sind nämlich unsere starken Kämpfer, die, wenn was passiert, als erstes dann da vor Ort sind. Okay. Das können wir noch machen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir schlafen, weil wir haben die Vorräte wieder aufgefüllt. Gut, Talent anwenden ist jetzt Quatsch. Kräuter und Magie anwenden, ja, okay. Wir schlafen. Wir schlafen. Keine weitere Notizen mehr möglich. Ja. Und gleichzeitig huste ich mal. Einen Moment. So. Alles klar. Wir wollen weiterreisen, natürlich. So, wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Fährstation Tjöla, okay. Alles klar, das heißt, wir drehen uns mal ein bisschen im Kreis und stellen fest, wir sind in einem anderen Ort angekommen. Das scheint dann Tjöla zu sein, ne? Ein kleines, beschauliches Fährstationchen hier. Naja, okay. Das sind genau dieselben Backos, nenne ich es mal, die vorher auch da waren. Ist das etwa ein Händler? Ja, ist ja gut. Nein. Nochmal Händler. 1, 2 und runter. Achso. Wir sind dann alle aber ganz gut dabei. Unsere Vorräte sind auch aufgefüllt. Das heißt, hier dürfte uns nichts passieren. So, Tjöla. Gucken wir mal, was es hier sonst noch gibt. Ich glaube nicht viel. Also es scheint auf jeden Fall ein kleines Städtchen zu sein. Wo wenig los ist. Denn hier ist auch schon wieder Ende, wie mir scheint. So. Moment, guck mal, ob noch irgendwas Interessantes hier gibt. Aber ich glaube irgendwie nicht. Nö. Das war's auch schon. Also wirklich eine kleine Fährstation. Wir haben nichts verpasst. Wir haben 14 Uhr. Wir könnten... Wie sieht's mit Hunger und Durst aus? Obwohl, wir könnten nochmal gerade was spachteln hier, wo wir gerade die Chance haben. Pass mal auf. So, wir wollen essen und trinken. Essen und trinken wollen wir. Ja. Ein erlesenes Menü mit gutem Wein und Bier sättigt euch. Ja, das ist doch super. Alles klar, jetzt können wir weiterziehen. Wir müssen halt immer drauf gucken, dass die
Jungs und Mädels hier auch ordentlich immer Futter zwischen die Kiemen kriegen. Denn dann läuft es sich besser. So, weiter geht's. Wohin willst du deine Gruppe von Station Tjöla schicken? Ach Mensch, ich wollte doch gar nicht... Sind wir noch nicht in Tjöla? Tjöla. Was soll man dazu... 108 Einwohner. Was soll man schon groß dazu sagen? Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's weiter nach Tjöla. Ihr steht am Ufer des Bodir. Hier führt eine wenig vertrauenserweckende Fähre über den Fluss. Der Fährmann begrüßt euch mürrisch. Wollt ihr rüber? Macht viel Heller pro Person, wenn ihr wartet, bis ich genügend Fahrgäste zusammen habe. Ansonsten 20 Heller. Also, was wollt ihr? Wir haben es eilig, mach hin. Wir warten, bis du dein Boot voll hast. Danke, wir suchen uns lieber einen anderen Weg. Nee, wir haben es eilig, also mach hin, scheiß drauf. Außerdem mache ich gerade ein Let's Play, wir haben keine Zeit zu warten. So, wir sind in Tjöla angekommen, liebe Leute. Herzlichen Glückwunsch. Es ist 15 Uhr, wir haben also nicht so lange gebraucht dafür. Jetzt gucken wir mal, was es hier in Tjöla denn so gibt. Oh, scheint auch... Ach, guck mal, hier sind andere Häuser als vorhin. Das ist ja auch cool. Das mache ich mal als Thumbnail, wenn es soweit ist. Aha, auch nur ein Wohnhaus. Also der Typ wohnt echt überall. So, bevor wir uns wieder verlaufen, wir gehen einfach mal so ein bisschen rum. So gibt, ne? Natürlich. Das habe ich mir jetzt gerade zu mir gesagt, da müsst ihr nicht verstehen. So, das ist wahrscheinlich auch wieder eine... Genau. Wir haben ja erst vor einer Stunde gefuttert, das dürfte also kein Problem für uns darstellen. Richtig. So, ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt nicht so groß lange aufhalten müssten, denn wir haben doch alles an Bord. Lasst uns nicht zu lange stehen, denn wir wollen weitergehen. Ich guck doch mal gerade hier oben, dann gehen wir direkt weiter, natürlich. Die Ufer, sehr schön. Könnt ihr den salzigen Geruch wahrnehmen? Wenn uns noch eine Möwe am Kopf scheißt, dann haben wir es geschafft. So, da oben waren wir auch noch nicht. Da gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Aber ich glaube, hier ist eine Wiese, da brauchen wir auch nicht lang gehen. Alles klar. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal weiter. Wir haben 18 Uhr. Guckt doch mal gerade nach Hunger und Durst. Nee. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Also, der nächste Ort. Echt krass, wir müssen da oben nach Feldstein. Irgendwo muss das gewesen sein, ne? Feldstein, da oben müssen wir hin. Achso, Feldstein übrigens. Hier in Feldstein beginnt die gefährliche Gebirgsroute nach Orkanger. Ihr solltet euch mit dem Nötigsten eindecken, denn die 210 Einwohner werden für lange Zeit die letzten Menschen sein, die ihr zu sehen bekommt. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Nee. Nach der Fährstation wollen wir auch nicht. Wir müssen den anderen Ausgang nehmen. Wir gehen einfach mal gegen Osten. Da, Osten, da. So, da ist noch ein Ausgang. Nehmen wir den. Da kommen wir nach Breida. Alter, ich hab's echt nicht raus hier. Dann würden wir nach Breida kommen. Breida, es müsste dann welcher Ort sein? Ich dachte, wir hier unten hinkommen. Breida. Nee, da wollen wir ja gar nicht hin. Können wir zu Fuß weiterziehen? Gut. Ich würde auch zu Fuß weiterziehen, liebe Leute. Wie geht das? Können wir mal zu Fuß weiterziehen? Können wir dann einfach nicht hier vorbeigehen? Wow. Hier geht es nicht weiter. Ich glaube, ich muss mich echt dann doch auf diese Route verlassen. Oder können wir da oben noch weitergehen? Mal gucken. So, ob hier noch ein Ausgang ist. Jetzt wird es auch schon wieder düster. Wunderbar. Naja, pass mal auf. Da wir die Chance haben, hier zu nächtigen, sollten wir das auch tun. Wir haben jetzt 20 Uhr. Dann können wir unsere Jungs und Mädels mal erholen lassen. Voller Humpen, hier können wir nichts essen und trinken. Nein, ich möchte nur schlafen. Ich glaube, wir sollten auch gucken, dass wir, wenn wir Stufenanstieg haben, das passiert ja auch mal irgendwann, dass wir dann auch unsere Talentzechen etwas steigern. Sollen wir uns eine Suite nehmen? Ein Dukat pro Person. Ja, was soll's. Eine Nacht bleiben wir hier. So. Mal gucken, wie viel Astralenergie unser Burgol jetzt wieder dazu bekommt. Schlafen? Ja. Um 6. Naja, immerhin. So, ein neuer Tag bricht an. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich nach... in die nächste Stadt komme. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich will eigentlich nur noch... nach Feldstein. Das weiß ich. Da komme ich nur zur Fährstation. Das ist ja Blödsinn. Warte mal. Gucken wir mal auf das Ding zu.
Weil die Fährstation ist ja hier irgendwo. Tjoila, wir müssen. Also ich würde gerne den Fluss entlang. Immer sicher auf dem Schiff. Rukian. Ist ein götterverlassenes Nest, auch wenn man Travias Namen hier gerne im Munde führt. Die etwa 80 Einwohner leben in erster Linie von vorbeikommenden Reisenden. Nein, nicht so. Schön, dass der Humor hier immer noch da ist. So, können wir also nicht weiter. Ich würde aber gerne den Fluss entlang, weil das bietet sich ja an. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich hier reisen? Hätte ich jetzt ein Handbuch, dann würde ich auch wissen, wie ich da hinkomme. Ich will aber reisen. Vielleicht müssen wir zurück zur Fährstation. Pass mal auf. War ja irgendwo ein Tempel? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hallo? Also? Achso. Dann nehmen wir mal einen neuen Spielstand. 29. Gehen wir da raus. Und fahren einfach mal zur Fährstation Tjoila. Vielleicht haben wir uns da einfach nur vergurkt. Ja, wir haben uns eilig gegast, du Pillemann. So, was haben wir hier noch? Wir haben da hier drei Ausgänge. Pass mal auf. Wir nehmen einfach mal in dieser Fernstation einen anderen Ausgang. Diesen. Und dann kommen wir nach Rosenrukian. Rukian, Rukian? Rukian? Nein. Hab ich da? Rukian, jawohl. Ah, verstehe. Wir sind eben falsch abgewogen. Tut mir leid. Naja. Aber jetzt sind... Oh, auch schön. Bis von innen verriegelt. Wollt ihr einbrechen? Nein. Immer diese Angebote, dass wir einbrechen wollen. Irgendwann bin ich aber gezwungen, das zu tun. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 15 Uhr. Haben einen ganzen Tag am Schiff verbracht. Naja, was willst du machen? Kommen wir irgendwo hier hin. Gucken, was es hier so gibt. Oh, ein Tweet. Vielleicht können wir gucken, dass wir unsere Waffen mal reparieren lassen. Schwer, tut mir leid. Ich repariere nur Waffen und Rüstungen, die irgendwie beschädigt sind. Klingt logisch, ne? Klingt irgendwie logisch. Ich glaube, dann kommen wir, ein guter Mann, kommen wir nicht ins Geschäft. So, das war also ein Schmied. Das ist dann nur der Wegweiser. Den sollten wir uns auch mal auf die Karte bringen, damit ich gleich nicht verzweifelt suchen muss. Und gehen einfach mal hier entlang und gucken, was es hier noch so Schönes gibt in diesem kleinen, stillen Örtchen Rukian. Da habe ich Bock auf einen Salat. Oh, guck mal hier, der Travia-Tempel. Na dann, wollen wir doch mal speichern. So, kostenlos. Ist schön gemacht, dass man dann immer im Tempel speichern muss, aber irgendwie denke ich mir dann auch oft, Mist, verdammt. Warum? So, was gibt's denn sonst hier noch, außer mürrische Gesellen, die hier irgendwo wohnen? Na, ich glaube, irgendwie sonst nicht viel, wie mir scheint. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Aus dem Hof. Jetzt grenzen wir das ganze Gebiet hier einmal ein. So und so. Und da waren wir schon. Ich glaube, hier wird nicht viel. Aber hier gibt es zumindest wieder eine Gaststätte, wo wir dann. Gaststätte, eine Taverne natürlich. Wo wir für die Nacht einkehren können. Jetzt haben wir 18 Uhr. Das ist natürlich ein bisschen früh zum Einrichten. Aber ich weiß nicht, wie lange die Strecke dann geht, die wir jetzt auf uns nehmen müssen. Wisst ihr? Ich guck mal gerade hier oben. Der nächste Ort, den wir einsteuern werden, ist dann Angbordiertal. Bei Angbordiertal, einem in etwa 270 Bewohnern mittelgroßen Ort, mündet das kleine Bächlein Arval in den Bodir. Außer einer Fähre gibt es hier nichts Weltbewegendes zu entdecken. Das wird der nächste, Fähre zu Angbordiertal. Ich weiß allerdings nicht, das sieht ein bisschen weiter aus. Da würde ich gerne nochmal zu Ratz alledem eine Nacht in unserer Gaststätte verbringen, damit auch Burgol mal wieder zu Kräften kommt. So, dann gehen wir mal runter. Das müsste die sein, glaube ich. Nee. Aber ich finde es schön, dass jedes Örtchen irgendwie eine Gaststätte und eine Taverne hat. So. Zum Beispiel Gaststätte und Taverne. Herberge und Taverne meine ich natürlich. So, Zimmer mieten. Wir nehmen eine Suite. Wir können es ja erlauben. Machen einmal eine Nacht. Und wir schlafen. So, wieder 6, also für eine Suite, da braucht er, kriegt er immer 6 Dingens Astral-Energie zurück. Das heißt, da wissen wir schon mal Bescheid. So, jetzt gehen wir hier rein. Es geht weiter nach Angbordiertal. Tschüss, Rukian, es war schön. Am Wegrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden?
Es ist die Sonne ist untergegangen. Ich glaube, ja, es ist besser für alle. Auch sehr, sehr schön hier, muss man sagen. Sehr, sehr schön. Und das gleiche Spiel wie vorhin auch. Wir füllen unsere Vorräte auf. Das macht mal Alisa. Sehr schön, sie findet Wasser. Und Herr Zynia ist, kann etwas Essbares erlegen. Sehr schön. Und ich finde, dann sollte Herr Zynia mal die Kräuter suchen gehen. Herr Zynia, das machst du mal. Mach mal 5 Stunden. Herr Zynia findet 3 4-blättrige Einbeeren. Ja, ist doch gut. Und jetzt haben wir 11 Uhr abends, jetzt kann jeder noch pennen. Aber vorher teilen wir noch ein paar Wachen ein. Gleiches Spiel. Edorian, Sigrima, Isidoro. Und ich würde sagen, gute Nacht. Und ja. So, Burgol hat jetzt draußen in der Wildnis, kriegt er 3 Astralenergie zurück. Sweet kriegt er 6. Das ist ein bisschen ungleichmäßig. Aber was willst du machen?